Heute endlich mal der Monatsrückblick auf den September. Dieses Video kommt ein bisschen verspätet, ich weiß, aber ich habe keine Zeit, vorher was zu machen. Ja, im September, wie ihr schon erfahren habt, ist unsere Vicky zu uns gekommen. Genau, das hat am 8. September haben wir sie abgeholt. Vicky ist meine neue Shetty-Stute, deswegen hat sich im September eigentlich das meiste um Vicky gedreht. Wir haben viel mit ihr ausprobiert und herausgefunden, dass sie nicht wirklich viel kann. Hat sich herausgestellt, dass sie beim, vor allem wenn man an die Beine möchte, tritt, vor allem hinten. Daran haben wir viel gearbeitet, herausgefunden, dass sie null Kondition hat und einfach mal mit Spazieren gehen angefangen. Was sich auch herausgestellt hat, dass es gar nicht so einfach ist, aus dem Billigsegment Sachen fürs Pony zu kaufen. Ich meine, für Deirdre habe ich so ein günstiges Arbeitshalfter für die Equigenetik. Sowas wollte ich auch für Vicky kaufen. Leider ist ihr der Größe Shetty auch zu groß. Mini-Shetty kriegt man eigentlich auch in den ganz günstigen Sachen nicht. Ja, weswegen ich bisher noch kein Arbeitshalfter oder Kappzaun für sie habe. Aber das nehmen wir auch dann im Oktober hoffentlich in Angriff, damit ich auch mit der Equigenetik mit ihr anfangen kann. Ja, ansonsten ist im September nicht viel passiert. Wir waren auch mal wieder wandern, weil es endlich mal wieder etwas kühler wird, damit wir auch mit dem Wandern wieder starten können. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr rechts meinen Kanal abonnieren, links ein weiteres Video schauen. Und wenn ihr möchtet, lasst mir einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, entweder direkt zum Video oder mit einem Vorschlag für ein weiteres Video.